Hallöchen, ich mache heute Tzatziki selbst und da wollte ich euch einmal mitnehmen. Ich habe jetzt hier von Elinas Naturjoghurt, ist griechischer Joghurt oder Joghurt nach griechischer Art. Das sind jetzt vier so kleine Pöttchen, 600 Gramm. Dazu brauche ich dann nur einfach Pfeffer, Salz und Knoblauch. So. Ah, geht sofort los. Man hätte ja auch schon mal alles aufmachen können. Aber das wäre ja dann zu langweilig. Denke ich mir jetzt einfach mal. So, dann gebe ich jetzt hier den Joghurt in die Schüssel. Vor allen Dingen mache ich den sehr gerne, wenn wir grillen. Oder wenn man heißen, also so wie wir heißen Stein macht oder Fondue oder eben, wo man so Tzatziki gerne bei isst. Und der ist schnell gemacht. Eins würde ich euch nur als Tipp mitgeben: Macht den Tag vorher, weil dann zieht er schön durch. Ja, so finde ich den am besten, wenn ich den einen Tag vorher mache. Falls ihr Nebengeräusche hört, meine Spülmaschine ist an. Hin und wieder muss man noch mal die anmachen. Und wie gesagt, der ist schnell gemacht. Das geht wirklich flugsig. So, haben wir gleich geschafft. Zack. So, nehme ich den weg. Und ja, mit dem Würzen, das würde ich dann jetzt einmal machen und einen Tag später noch mal gucken, ja, wie es schmeckt, was fehlt. Manchmal hat man ja zu wenig Salz dran oder Pfeffer oder der Knoblauch ist zu wenig. Da macht er natürlich auch so viel dran, wie ihr mögt und wollt. Jetzt möchte sich meine Knoblauchzehe hier nicht pellen lassen. Da. Bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt, oder wie war das? Ich bin sofort fertig. Also, meine Knoblauchpresse. Ich habe jetzt hier so eine kleine und etwas größere. Und die presse ich dann einmal rein. Ich habe hier noch eine kleine. Die gebe ich da jetzt noch mit rein. Zack. Hätte man alles vormachen können. Aber wie gesagt, das wäre ja dann langweilig. Seite, dann kommt der Pfeffer rein. Lieber erst ein bisschen weniger als daher von Anfang an zu viel. Dann Salz, da auch lieber weniger. Man kann lieber noch mal nachwürzen. Und dann rühre ich den um und stelle den jetzt im Kühlschrank bis morgen. Lass den durchziehen. Und dann kann er gegessen werden. Das war's. Wer möchte, kann jetzt auch noch Gurkenstückchen reinschneiden. Aber ich habe jetzt keine Gurke da. Da kann man das auch so essen. Und ja, so mache ich das, wenn wir grillen. Oder eben, wie ich ja schon sagte, mache ich das schnell fertig. Ist auch, wenn man woanders hingeht, schnell fertig gemacht. Und ja, das war's schon. Mehr wollte ich euch nicht zeigen. Sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.